So, weiter geht's. Ich würde sagen, jetzt könnten wir eigentlich so langsam mal einen Hauptauftrag angehen, ne? Denn hier sind wir ja jetzt soweit auch durch. Das Cluster ist damit auch soweit abgearbeitet. Denn auf Array gab es ja auch keine Kriegsaktivposten zum Sammeln. Gut. Und wir können noch mal ganz kurz in eins der Systeme... Ich glaube, ich hatte bloß ein System, ne? Nee, Athenenebel war auch noch nicht ganz toll. Ich gehe aber mal in den Apinkranz. Wo wir halt noch Treibstoff offen hatten, um uns den zu holen einfach mal. Denn jetzt sind die Reaper ja erstmal wieder weg. Und wir müssen die Dinger ja nicht neu suchen, sondern die werden uns ja weiterhin angezeigt. So, hier unten auf Gemme war das, okay. So, dann mal schnell hier rüber. Damit dann zumindest 100% auf der Karte auch draufstehen, damit wir uns dann nicht später fragen, was war denn das, was dort noch fehlt? Wow, 750 Einheiten. Das ist ordentlich. So, das ist jetzt eigentlich völlig unnötig. Ah, nochmal 800, natürlich, natürlich. Riesige Treibstofflager hier. Okay. Damit haben wir zumindest jetzt den Apienkranz auch zu 100% abgeschlossen. Das ist schön. Und können uns auf andere Dinge konzentrieren. So, die da zum Beispiel wären... Was haben wir denn eigentlich hier? Das ist die Asari-Kolonie, genau. Athenenebel haben wir auch nochmal Treibstoff. Diesmal Grenze. Weiß ich gar nicht, was dort ist. Was haben wir hier hinten? Würgeschlund, Valhalla-Grenze. Sigurds Wiege waren wir schon, okay. Und das Ninmar-Cluster. Ich glaube, ich gehe mal in das Ninmar-Cluster und dann werden wir mal in die Außenzone zu den Quarianen aufbrechen. Schauen wir mal, was wir hier noch kriegen können. Irgendwas muss es hier ja geben. So. Was ist denn das hier? Horchposten X19? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ach, die Rachni-Kriege. Kann es sein, dass es hier gar nichts für uns gibt? Ist das möglich? Ja, irgendwie nicht so, ne? Nee, ich glaube nicht. Okay, ich weiß halt auch nicht, ob es dann hinten auf Mullah-Xul was gibt für uns. Ich könnte mir aber bald vorstellen, dass das hier ein System ist, in dem es halt gar nichts gibt. Ist ja auch möglich. Ja, sieht bald so aus. Hier ist nichts weiter. Na gut. Dann hat sich das ja auch schon geklärt mit dem Ninmar-Cluster. Gut, dann können wir ja jetzt zur Außenzone aufbrechen. Insofern wir es schaffen, hier günstig zum Massenportal zu kommen, ja. Okay, auf geht's. Und da haben wir ja auch schon direkt das Quarianische Abgesandtenschiff, zu dem wir eigentlich wollen. Wir können ja noch mal ganz kurz schauen, ob es hier irgendwas gibt, aber... Ich glaube ehrlich gesagt bald nicht, ne? Ich glaube, das ist das System mit dem sterbenden Stern, ne? Wo auch Hestrim... Ist das hier Hestrim? Nee. Wo auch Hestrim war, kann das sein? Ja, Hestrim, genau. Hier waren wir in Mass Effect 2 schon, als wir damals Tali aus der Bredouille gerettet haben. Dieser Stern ist aus irgendeinem Grund ja viel schneller gealtert, als er sollte und liegt jetzt schon im Sterben. Das ist eine der Heimatwelten der Quarianer, aber ich frage mich, was die hier machen, weil eigentlich das Gebiet ja zu den Geth gehört. Na gut, schauen wir mal rein, wir werden es sehen. Diese Diplomatenfregatte ist mit keinem anderen quarianischen Schiff vergleichbar. Ihre Hülle hat eine vergleichsweise niedrige Temperatur und sie scheint Wärme ähnlich abzuleiten wie die Normandy, wenn sie aus dem Tarnmodus kommt. Wie die Quarianer dieses topmoderne Schiff entwickeln konnten, ist unbekannt, aber seine Funkfrequenzen sind offen und es sendet Willkommensnachrichten an die Normandy. Commander Shepard, schön Sie wiederzusehen. Ich wünschte nur, die Umstände wären angenehmer. Ich hatte auf Ihre Unterstützung gegen die Reaper gehofft. Was geht hier vor? Vor 17 Tagen haben die Quarianer mit Angriffen auf 4 Geth-Systeme den Krieg zur Rückeroberung begonnen. Eine klare Verletzung unseres Abkommens mit dem Rat zur Vermeidung einer Provokation der Geth. Eine Vertragsverletzung ist nichts verglichen mit der Inbesitznahme unserer Heimatwelt und Top-KI-Technologie. Ach ja, die alten Personen und die alten Probleme und alten Argumente innerhalb der Quarianer, ne? Die Generäle sind immer noch wie im zweiten Teil zerstritten und können sich nicht einigen und es scheint aber so, als ob sich die Geth-Gegner jetzt durchgesetzt haben und jetzt einen Krieg angezettelt haben. Beschissener Zeitpunkt, sag ich mal. Ihre Heimatwelt? Sie meinen Runoch? Genau, Commander.
Vor 300 Jahren haben wir unsere Welt an unsere eigenen KI-Schöpfungen, die Geth, verloren. Nachdem wir versucht hatten, sie zu töten. Wir wollten sie nicht töten, Corys. Wir wollten sie deaktivieren. Es war kein Mord. Natürlich ist es dann ein Töten, wenn du sie als Lebewesen ansiehst, als synthetische Lebewesen, was sie ja auch sind, dann ist es natürlich ein Töten, ne? Klar. Und bei den Quarianern war es ja auch so, die Geths sind eigentlich nur der Logik gefolgt, sie wollen nicht sterben und deshalb müssen sie sich verteidigen und letztendlich haben sie deshalb die Quarianer von der Heimatwelt vertrieben, weil die Quarianer aus Angst davor, vernichtet zu werden, die Geth angegriffen haben und dadurch ihre beinahe Vernichtung eigentlich erst provoziert haben. Eine selbsterfüllende Prophezeiung sozusagen. Aber naja, was soll's. Doch, es war Mord. Commander, die Quarianer hatten niemals vor, eine echte KI zu erschaffen. Es war ein Missgeschick. Ihr habt's aber gemacht. Dass sie dadurch korrigieren wollten, dass sie umbringen. Ach, würden wir zugeben, dass wir im Irrtum waren, wäre dieser verrückte Invasionsplan nicht länger gerechtfertigt. Das ist ja auch ein, wie du sagst, ein verrückter Plan. Corus war ja auch der Gegner der Angriffsunterstützer sozusagen. Also er war ja für eine friedliche Koexistenz mit den Geth. Und deswegen mir auch von seinen Positionen her am sympathischsten, muss ich sagen. Ja, die Invasion war ein Fehler. Sie greifen die Geth an? Schon wieder? Und diesmal bedeutet es vielleicht das Ende für unser Volk. Wir hatten die Geth schon zurück im Heimatsystem, als plötzlich dieses Signal an alle Geth-Schiffe ging. Die Reaper. Unter der Kontrolle der Reaper sind die Geths deutlich effektiver. Unsere Flotte ist im Heimatsystem festgenagelt. Wenn wir siegen wollen... Siegen? Sie wollten die zivilen Schiffe, Admiral Garrel. Wir müssen uns zurückziehen, sonst verlieren wir die Lebensschiffe. Woher kommt das Signal? Von hier, einem Schlachtschiff der Geth. Es ist allem überlegen, was wir haben und hat eine starke Verteidigung. Das Tarnsystem der Normandy kann uns unentdeckt hinbringen. Ich gehe an Bord und deaktiviere ihr Befehlssignal. Ja, das Abschalten des Signals müsste die Geth komplett ins Chaos stürzen. Schon komisch, weil eigentlich die Geth ja sich komplett von den Reapern abgewendet haben durch die Umprogrammierung von uns im zweiten Teil, ne? Als wir mit Legion auf die Heretics-Station drauf sind, haben wir ja eigentlich die Geth komplett von den Reapern weggebracht. Also kann es eigentlich nur sein, dass sie mit Gewalt vielleicht zurückerobert wurden. Ist ja möglich, dass die Reaper vielleicht irgendwie gewaltsam ihr eigenes Virus vielleicht erzeugt haben und dadurch die Geth jetzt nochmal umprogrammiert haben oder sowas. Könnte ich mir zumindest denken. Und wenn die verwirrt sind, fliegen sie zu einem Massenportal und ziehen ab. Gut. Unsere zivilen Schiffe haben schon zu viele Kämpfe miterlebt. Sind Sie sicher, dass Sie das Signal deaktivieren können? Na klar doch. Wir bringen Sie hier sicher raus, Admiral. Unser neuester Admiral hat uns freiwillig sein technisches Fachwissen angeboten. Tali. Shepard. Tali. Admirals, ich stelle ein Team für die Schlachtschiffaktion zusammen. Danke, Commander. Admiral. Das ist nur eine Formalität. Ich bin eine Geth-Expertin. Das sind Sie. Es freut mich, dass Sie hier sind. Warum so förmlich, Shepard? Das ist deine Geliebte. Schön, dass wir endlich wieder mit Tali zusammenarbeiten und sie ist jetzt ein Admiral. Es ist irgendwie seltsam, wenn man bedenkt, was ihre Lage vor allem im zweiten Teil auch war, ne? Wo sie eigentlich fast rausgeschmissen wurde aus dem Verband, aus der Flottille. Und jetzt ist sie auf einmal Admiral. Na gut, warum nicht? Und ich habe ja gesagt, Tali kommt in jedem Teil mit vor und ist in jedem Teil dabei. Sie wird zwar hier, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, nicht direkt zum Squad gehören, aber sie ist zumindest auf dem Schiff mit dabei, nämlich jetzt. Warum haben Sie nichts gesagt? Ich hätte geholfen. Danke, aber ich wusste, dass Sie genug eigene Probleme haben. Tut mir leid wegen der Erde. Wir haben die größte Flotte der Galaxie. Wenn Sie uns helfen, greifen wir die Reaper mit allem an, was wir haben. Oder was davon nach diesem dämlichen Krieg noch übrig ist. Sie unterstützen die Invasion nicht? Nein, nach dem Gespräch mit Legion glaubte ich, dass es vielleicht doch eine Chance auf Frieden gibt. Wieso helfen Sie ihnen? Ich bin ein Admiral. Die Leute wollen Führung von mir. Öffentliche Uneinigkeit würde die Flotte spalten.
Tja, Tali war ursprünglich mal eigentlich komplett ein Feind der Geth, ne? Beeinflusst von ihrem Vater. Aber ich hatte es ja im zweiten Teil auch gesagt, sie ist halt durchaus offen, ihre Meinung auch zu ändern auf Basis neuer Erkenntnisse, denn sie ist halt einfach nicht so verbohrt und voreingenommen. Und diese neuen Erkenntnisse hat sie durch den Kontakt mit Legion zum Beispiel erfahren. Und da hat sie festgestellt, Mensch, man kann ja durchaus mit den Geth friedlich koexistieren. Und deswegen hat sie ihre Meinung komplett geändert. Finde ich gut. Und was ist mit uns? Spaltet unser Zusammensein die Flotte auch? Nein, das heißt, vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber in diesem Augenblick liegen zivile Schiffe unter Feuer. Können wir es nicht verheimlichen? Zumindest vor den Admirals? Aber natürlich, Miss Vass Normandy. Danke. Wenn Sie ein privates Gespräch wünschen, können Sie mich ja in Ihre Kabine einladen. Das könnte ich wohl. Und für die Akten. Es ist die Sache immer noch wert. So, so. Man hat irgendwie das Gefühl, dass Tali ein bisschen gewachsen ist, ne? Gut, neuer Auftrag, Priorität, Geth Schlachtschiff. Ich weiß nicht, ob das hier direkt mit in dem Cluster ist. Schauen wir mal kurz. Nee, sieht nicht so aus. Okay. Wir machen uns mal auf zum Massenportal und dann werden wir mal schauen, wo wir dafür hin müssen. Tali ist jetzt also an Bord bei uns und ja, ich könnte eigentlich mal vorbeischauen, ne? Ach hier, gleich nebenan, im Perseusnebel, das Schlachtschiff ausschalten. Wir können ja zumindest schon mal rüberfliegen und uns in Position begeben und dann können wir ja mal kurz schauen, wie das mit Tali so aussieht. So, ach, hier gibt es auch bloß ein System, okay. Ich nehme mal an, hier wird es wohl auch nichts zum Ergründen geben weiter, oder? Nee. Was haben wir hier? Geth Trümmerfeld und da drüben war die Migrantenflotte. Ich schau mal kurz. In der Nähe des Sterns registrieren die Scanner der Normandy eine fast unzählbare Menge von Statiten, Satelliten, die mit Solarsegeln ihre Position selbst korrigieren. Die Geth haben die ultraleichten Konstruktionen rund um die Sonne platziert, um Energie zu sammeln. Die Verteilung entspricht einer sogenannten Dyson-Blase. Dazwischen befinden sich Raumstationen und Server, die ihre Energie über drahtlosen Transfer von den Statiten beziehen. Die meisten dieser Raumstationen sind jetzt nur noch Wracks. Und zahlreiche Solarsegel wurden ebenfalls zerstört. Anscheinend haben die Quarianer mit der Vernichtung begonnen, wurden dann aber unterbrochen und konnten den Angriff nicht beenden. Hier drüben haben wir noch die Migrantenflotte. Die Migrantenflotte besteht aus 50.000 Schiffen und mit über 17 Millionen Quarianern, Millionen Quarianern und ist damit die größte Ansammlung von Raumschiffen in der bekannten Galaxie. Das wäre schon eine ordentliche Streitmacht, wenn wir die auf unsere Seite holen könnten. Es zeugt vom strategischen Geschick der Quarianer, dass diese Zahl in den Schlachten der letzten Zeit nicht nennenswert gesunken ist. Die Flotte befindet sich jetzt auf der anderen Seite der Sonne von Ranach, um ihr Vorgehen vor den Geth zu verbergen. Und dann haben wir dann noch das Geth-Schlachtschiff. Scans des Geth-Schlachtschiffes im Orbit von Ranach zeigen eine einschüchternd vielseitige Bestückung von einem verbesserten Hauptgeschütz über Anti-Raumschiff-Laser im Ultraviolettbereich bis hin zu verstärkter Triebwerksleistung. Geth-Arbeiter wollen keine Pausen, Löhne oder Autonomie und die einzige Einschränkung beim Bau ihres Flaggschiffs waren Zeit und Rohmaterial. Der Schaden, den die quarianische Flotte angerichtet hat, ist bestenfalls oberflächlich. So, aber wie gesagt, ich will mal ganz kurz auf die Normandy und dann wollen wir mal schauen, ob wir sie wirklich in die Kabine rufen können. Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Gucken wir mal kurz. So, dann müssen wir irgendwie an unserem Terminal... Ah, Tali einladen. Sehr gut. Tali, wenn Sie raufkommen möchten. Ich bin gleich da. Danke für die Einladung. Ich konnte vor Rahn nicht frei sprechen. Alles okay? Nein. Nein, überhaupt nicht. Verantwortung für 17 Millionen. Und ich weiß nicht, ob ich sie retten kann. Ey, Sie sind nicht allein. Das sollte der Kampf meines Vaters sein. Aber er hat mich allein gelassen. Wenn Sie wegen mir sterben. Und ich... Wir holen Sie sicher da raus, Tali. Ohne Sie könnte ich das nicht, Shepard. Ich blöffe doch nur und versuche, dass alle glauben, dass die Admirals Tochter weiß, was sie tut.
Nicht die Admirals Tochter. Der Admiral. Ich weiß. Jetzt kann ich wenigstens die schlimmsten Ideen kontern. Darum habe ich den Posten angenommen. Und wegen ihm. Wegen mir? Als ich das Angebot bekam, habe ich mich gefragt, was Sie tun würden. Sie würden die Chance nutzen, etwas zu verbessern. Sie hatten so lange keine Verbündeten. Ich wollte nicht, dass Sie das allein tun müssen. Wenn Sie mal einsam sind, sagen Sie es mir. Wir wissen ja, dass Tali eigentlich nicht so die Führungspersönlichkeit ist. Das hatten wir im zweiten Teil auch schon festgestellt. Und da ist es eigentlich nur verständlich, dass sie mit der Verantwortung, mit der Last der Verantwortung, eine der fünf Führerinnen ihres Volkes zu sein, schwer umgehen kann, sag ich mal. Und es ist irgendwo auch verständlich, dass sie das nur macht, weil sie eben Shepard als Vorbild hat dabei. Und natürlich wollen wir immer noch mit ihr zusammen sein, na klar doch. Tali, zwischen uns hat sich nichts geändert. Außer sie wollen das. Keela Shepard. Ich bettle nicht, aber ich bin nicht hier, um die Fische zu bewundern. Nein, sondern weil ich sie darum gebeten habe. Ich will sie hier, bei mir. Okay. Es ist gut, sie wieder bei uns zu wissen. Finde ich zumindest. Okay, das war zwar intim, aber nicht erotisch intim, sage ich mal. Muss ja auch nicht gleich sein. Ich meine, sie ist ja gerade erst auf dem Schiff angekommen wieder. Gibt's irgendwas? Commander? Nein, okay. Dann können wir uns eigentlich jetzt zum Geth-Schlachtschiff begeben. Und das Ganze mal anschauen, wie es denn so aussieht an Bord. Wen nehmen wir denn da mit? Ich glaube, es wäre nicht schlecht. Ach, Tali gehört doch mit zum Einsatzteam. Okay, ich war mir nicht mehr sicher. Ich dachte eigentlich nicht, aber okay. Gut. Finde ich schön. Gut, schauen wir mal kurz beim Aussehen. Was haben wir denn da? Ne, das sieht komisch aus. Das ist auch... Ne, ich bleib beim Normalen, glaube ich. Ich habe das Gefühl, sie ist ein bisschen breiter geworden. Ich hatte irgendwie... Ich hatte es echt nicht mehr in Erinnerung, ob sie wirklich mit dabei ist dann. Na gut, Tali. Und dann würde ich sagen, nehmen wir mal lustigerweise Idi noch mit. Also noch eine KI, die an Bord mitgeht. Klar, warum nicht? Also, ich meine, allein wegen dem Überlasten ist es natürlich günstig. Und auch so ist es ja irgendwie witzig, wenn Idi mit an Bord des Geth-Schiffs geht, finde ich. Machen wir das doch mal. So. Ich weiß gar nicht, wo Tali dann jetzt Platz nimmt auf dem Schiff. Ich meine, sie hat ja eigentlich keinen eigenen Raum, ne? So, ich muss bei mir eigentlich nichts ändern, aber bei Tali müssen wir erstmal schauen. Die Predator, nein, vergiss es. Dann eher die Carnifex vielleicht, oder? Schaden ist weitaus besser. Gut, die Feuergeschwindigkeit ist natürlich nicht so hoch. Ah, komm, passt schon. Können wir denn... Nahkampfschaden brauchen wir nicht erhöhen. Durchschlagsmod wäre eine Idee. Projektile pro Magazin, ja. Schaden. Präzision. Ich glaube, ich mache mal Schaden und... Durchschlagsmod. Ach komm, ja, warum nicht? So, und hier drüben können wir ja eigentlich mal... Was haben wir denn da? Die Claymore, genau. Nein, wir drücken hier mal den Graal-Donnenwerfer in die Hand, glaube ich. So, was haben wir denn hier? Reservemunition, naja, gut. Shredder-Mod, ja, vielleicht. Schaden. Präzision ist eigentlich relativ hoch bei der Waffe, ne? Könnten auch auf die Shredder-Mod gehen. Ja, warum nicht? Machen wir das mal so. Bei Idi sollte eigentlich noch alles IO sein. Ja, ich müsste mal irgendwann eine schwere Pistole verstärken, glaube ich. Gut, wir haben 9 Punkte. Stimmt, wir hatten ein Level up. Dann können wir jetzt mal die Brandmunition voll machen. Gesundheits- und Panzerschadensbonus um 10%. Oder steckt Feinde durch eine Explosion in Brand, die im Umkreis von 2,5 Metern 135 Schaden verursacht. Klingt auch witzig. Ach komm. Warum nicht? Ich glaube, ich werde das eh nie benutzen. So, was haben wir denn noch? Die Nova. Lenken Sie die Energie Ihrer biotischen Barrieren. Nein, das will ich nicht machen. Die Schockwelle werde ich, glaube ich, auch nicht benutzen. Geh mal noch auf die Kryo-Munition. Komm, ist eigentlich egal. Ich benutze das eh nicht, ganz ehrlich. Jetzt ist es bloß noch so aus Blödheit, weil es weg muss, das mit dem Punkte vergeben. Bei IDI auf die unabhängige KI.
Schaden und Dauer von Gruppenlead-Tech-Kräften? Oh, gehen wir mal lieber hier rauf, der überlebt sie länger. So, und dann können wir noch Täuschkörper oder Verteidigungsmatrix. Gehen wir mal hier drauf. Ja, komm, passt schon. Und bei Tali. Oh, da haben wir jetzt einiges auszugeben. Ah, sie hat nicht... Sie hat keinen Überlasten, das ist schade. Na gut, gehen wir mal auf Sabotage. Erstmal 3. Ich will erstmal ein bisschen so die grundsätzlichen Sachen machen. Kampfdrohne kann auch nicht schaden. So, dann natürlich die Maschinistin, die muss sein. Aufladetempo-Bonus oder Gesundheits- und Schildbonus. Gehen wir mal hier drauf lieber. Waffenschaden, Tech- und Kraftschaden. Das ist jetzt aber schwierig. Ich glaube, da gehe ich lieber auf das, weil einfach 30% gegenüber 20% ist. So, Aufladetempo von Gruppenmitglied Tech-Kräften. Na gut, das haben wir jetzt nicht so oft. Lieber die Drohnenkräfte Aufladetempo. So, und dann würde ich sagen, machen wir den Energieentzug noch ein bisschen stärker, oder? Erhöht Schaden, erhöht Wirkungsradius. Ne, gehen wir mal lieber auf den Schaden. Erhöht Schildregenerationsrate um 50%, wenn Schilde, Barrieren oder Energie von synthetischen Feinden entzogen wird. Okay. Aufladetempo nicht, gehen wir hier drauf. Erhöht Schaden oder verringert erlittenen Schaden 13 Sekunden lang um 40%, indem durch Entzug von Schilden bla. Nee, ich gehe hier drauf. Okay. Das könnte gegen die Geff ganz witzig werden, glaube ich, der Energieentzug. Halt einen Energieimpuls, der Schaden und Barrieren und Schildenergie angreift. So, Sabotage machen wir mal noch weiter. Kraftdauer. Wenn Feindeswaffen überhitzen, wird der erlittene Schaden um 30% erhöht. Ja, pff. Dann lieber das. Sabotierte Roboter explodieren. Okay, das klingt gut. Oder Aufladetempo. Ne, dann nehmen wir lieber das Explodieren. Das macht mehr her. So, dann können wir den einen Punkt noch auf die Abwehrdrohne geben. Wunderbar, los geht's. Nähern uns dem Heimatsystem der Quarianer. Ankunft auf Runoff in 5 Minuten. Was sagen die Kombaki? Dass die Kacke übelst am Dampfen ist, Commander. Ich registriere mehrere hundert einzelne Chip-Signaturen in aktiver Kampfhandlung. Hab ich doch gesagt. Bringen Sie uns rein. Tarnsystem aktiviert. Die entdecken uns nur, wenn wir alle anfangen, die russische Nationalhymne zu singen. Oh, nett. Wir kommen genau richtig zur Party, glaube ich. Meine Cyberkrieganlage hat Zugriff auf Ihre Andockprotokolle. Also gut. Sobald wir an Bord sind, suchen wir den Sender des Reaper-Signals und schalten ihn ab. Tali ist Expertin für Geth-Software und zuständig fürs Hacken und die Sicherheitssysteme. Ihr Fachwissen über die Geth ist eine willkommene Ergänzung, Tali. Edi! Aha, ein Körper? Er hat sich als nützlich erwiesen. Hoffentlich beunruhigt sie das nicht. Nur wenn sie durchdrehen und beschließen, die Menschheit zu unterjochen. Sollte ich diesen Entschluss tatsächlich fällen, sind Sie die Erste, die davon erfährt. Shepard, wir haben ein Problem. Alle Röhren außer einer sind physikalisch gesichert. Ich sehe die freie, allerdings ziemlich mitgenommen. Zu riskant für das ganze Team. Ich sichere den Dockbereich. Dann folgt mir der Rest. Verstanden, Commander. Wir bleiben hier. Sie wissen schon. Mucksmäuschen still. Augenblick. Dauert nur eine Minute. Lustig, dass Tali erst über das Gerät, über ihr Modul mit uns redet und dann wieder über die Anlage vom Schiff. Na gut, jetzt also im freien Raum, das wird ja witzig. Wie komme ich denn darüber? Ach ja, wir haben ja nichts mehr mit Schwerkraft jetzt am Hut, stimmt ja. Ist sehr sympathisch. Schauen wir es uns an. Kein Wunder, dass die Quarianer Probleme hatten. Das Schiff ist riesig. Ich sehe nicht viel, muss ich zugeben. Es ist 30% größer als ein Allianz-Schlachtschiff.
So, komme ich hier durch? Das wäre schön. Ja. Gut, dass wenigstens an einer Stelle das Ding immer zusammenhängt ist. Das hilft uns schon mal weiter. Okay, ein bisschen schneller wäre natürlich cool, aber ich meine, ich kann es verstehen, dass Shepard jetzt nicht rennen will, denn es ist schon ganz gut, Kontakt zum Boden zu haben, wenn man nur über Gravity Boots noch irgendwie hier einen Kontakt herstellen kann. Okay. Kommen wir davon durch? Ich hoffe. Wie läuft's, Shepard? Spitze! Die Schwerelosigkeit ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das Schlachtschiff hat künstliche Gravitation. Sobald sie an Bord sind, gibt's das Problem nicht mehr. Bis dahin muss es eben mit den Magnetstiefeln gehen. Hey, lassen Sie sich Zeit, Commander. Ernst wird es erst, wenn die aus dem Fenster schauen. Die sie nicht haben. Wir benutzen keine Fenster, wissen Sie noch? Strukturschwäche. Die Gäste sitzen jetzt da und sagen sich, Nummer mit keine Fenster ziehen diese organischen Wesen kein zweites Mal durch. Gut, wir haben es geschafft. Oh. Schlecht. Der Rest des Teams muss sich wohl eine andere Andockröhre besorgen. Man könnte sagen, das war knapp. Sie wollen die Sache mit dem Schlachtschiff also nicht alleine durchziehen. Nicht, wenn es sich vermeiden lässt.